Hallo und herzlich willkommen, liebe Doom-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt werde ich einfach mal Doom 3 in der Big Fucking Gun Edition ausprobieren. So, Einstellungen sehen wie folgt aus fürs System. Hier halt, Full HD, 60 Frames aktiviert, Anti-Lasing, bla bla bla. So, ich hoffe, das geht alles okay. Ich werde das Ganze im Übrigen mit dem Patch spielen. Ich hoffe, das geht auch okay, ich weiß es nicht. Bam! Und das ist jetzt mein erster Versuch. Los, rein geht's. Was nehmen wir für eine Schwierigkeit? Ich würde sagen, Standard. Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Die spricht schneller, als dass es schreibt. Okay. Geht's weiter? Ja. Okay, Mars City. Transporter im Anflug erfasst. Mars Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. So, jetzt merke ich erstmal, dass mein Controller nicht erkannt wird. Ach toll. Steuerung. Controller-Eingabe aktiviert. So, das sieht ja doch ganz schön oldschool aus. Habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte das eigentlich relativ unkommentiert lassen. Ich werde hier ein bisschen durch die Gänge rennen, ein bisschen Nostalgie quasi auf mich einflimmern lassen. Und ja, gucken wir mal. Weiter geht's. Zurück zum Spiel. Oh, Pat geht. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich im Empfang melden. Wenn du noch jemanden suchst, der dir hilft, dann geh einfach zum Empfang. Okay, machen wir. Willkommen in Mars City, der wichtigsten Forschungsstätte von Union. So, da fällt mir auf, ich spiele immer invertiert. Sind jetzt alles so Sachen, die interessieren euch überhaupt nicht. Ist aber so. Maus umkehren? Ansicht umkehren, da. Und das ist auch relativ schnell wieder mit dem Controller. Ich glaube, das ändere ich auch mal noch. Entschuldigung. Ich mache es hier mal relativ langsam. Piu, piu, piu. Aerospace, gehen Sie für eine schnelle Abladung direkt zum Empfang. Willkommen auf dem Mars, Marine. Hey ho, willkommen. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert nur eine Sekunde. Stand here. Okay, ich fange dann mal an. Okay. Du musst stillhalten. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Lava. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt.
Dankeschön. Im Namen der UAC willkommen in Mars City. Diese Anlage dient als Knotenpunkt für alle wissenschaftlichen Forschungen, archäologischen Studien und militärischen Operationen. Erstes Ziel der UAC ist Robocola. Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Gäste. Darum bitten wir alle Unternehmen. Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal. Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Ja. Wo lang ging's jetzt? Hier? Mars City ist eine rauchfreie Einrichtung. Bitte rauchen Sie nur in den gekennzeichneten Bereichen. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Keine Sorge, sie bekommen ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swarm, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Oh, die Klamotten, ey. Schade, dass sie es nicht noch mehr abgedatet haben mit den Texturen und so, oder? Hör mal, für diesen Bereich hast du noch keine Freigabe. Geh weiter. Schnauze oder ich hau dich um. Wo musste ich jetzt hin? Hier? Ah ne, von hier komme ich, oder? Da habe ich meine Tasche stehen lassen. Tada! Willkommen bei Doom, direkt verwirrt. Oh, hier ist Klo. Klo. Ah, immerhin eine Spiegelung. Das ist ja schön. Gangnam Style. Wow. Miller, hast du von Corporal Allen gehört? Tja, er ist wohl aus. Super Turbo Turkey Puncher. Free. Woo! Das sollte ich mal let's playen. Ich hasse Doppelschichten. Verstehe. Unfälle? Der ist gut. Nennen die das jetzt so? Sag mal, was zur Hölle ist da drüben los? Weiß nicht, Mann. Ich repariere bloß die Transformatoren, wenn sie hochgehen. Mehr nicht. Achtung! Dr. Bradding, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4 Alpha. Du musst dich sofort bei Sergeant Kelly melden. Er ist in der Kommandozentrale. Hier ist die Leitung des Delta-Wissenschaftsteams. Wir fordern ein weiteres Sicherheitsteam für Delta an. Ja, schön. Danke. Das hat ja gedauert, Marine. Nun, es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Sieh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt.
Speichert mal kurz, mitten im Spiel. Also der ist aber geil, oder? Den finde ich cool, den mag ich. Achtung, UAC-Mitarbeiter. Möchten Sie mehr Credit sammeln? Melden Sie sich noch heute bei Ihrem Abteilungsleiter als Freiwilliger für das Delta-Labor. Was er gesagt hat? Nein, was? Hat unten ein Delta. Ja, ich komme ja schon. Der UAC liegt die Lebensqualität Ihrer Mitarbeiter am Herzen. Nutzen Sie unser hochwertiges medizinisches Angebot. Wo war meine Tasche? Die stand auf hinter. Schon geklaut. Okay. Wenn du dich einer... Was? Ich hab doch gar keine Waffe in der Hand. Noch ein bisschen Tearing. Verlassen Mars City. Warum habe ich denn hier Tearing? Und jetzt? Jip. So, Mars City Untergrund. Ja, relativ kurze Ladezeiten. Aber es gibt ja auch keine Texturen zu laden. Könnte man jetzt mal bemängeln. Okay, es ist ein Klassiker. Also das bedeutet, wir spielen hier ein Spiel, das ist wie viele Jahre alt mittlerweile? 10? Ich weiß es gar nicht. Postet mir das mal bitte. Willkommen im Verlies Marine, dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe, dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Okay, Baby. Okay, nimm dein Zeug. Jetzt bist du einsatzbereit. Hey, Taschenlampe. Testen wir kurz den Funk. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Gutes Signal. Also Synchronisation ist nicht schlecht, oder? Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein und kannst dir die Marsoberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Okay, du bist bereit. Ach ja, da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an rumzuschießen. Beleuchtung super? Warum habe ich so eine kleine Knarre? Hey, du suchst den Wissenschaftler, richtig? Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Gotti, das habe ich schon tausendmal gemacht. So schwer ist das denn? Warum kriegst du denn nicht mit deinem fetten Arsch hier runter und machst es selbst? Weil's mein Job ist, dass du es tust. Hey, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich habe zu tun. Ja, ja. Also das ist geil. Könnt ihr Wartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ja, Sir, aber das Wissenschaftsteam verlangt den Dingern eben viel ab. Lass die ausreden. Mach deinen Job. Mann! Schleichen Sie sich immer so ran. Die Hunden sind eh schon alle nervös wegen der seltsamen Dinge, die hier vor sich gehen. Oh. Oh, geil, Doom-Atmosphäre. Das ist schon geil. Also egal, wie jetzt die Texturen sind, das ist so, wenn ihr ein älterer Zocker seid, dann ist das irgendwie schon geil. Hey, bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum? Beeil dich besser. Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. Okay, was muss ich machen? Rein. Piep, piep.
Hallo? Hallo? Aktivieren haben wir es jetzt. So. Ich könnte hier mal was einsammeln, oder? Marine, hier ist Sergeant Kelly. Du musst dich beeilen. Durchsuch den Bereich und schwing deinen Arsch zurück nach Mars City. Ende. Muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht... Sie wissen nicht, was ich sah. Sie können das unmöglich verstehen. Der Teufel ist real. Ich baute seinen Krieg. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Wir können das Level nicht halten. Das geht ewig. Gott, steh uns bei. Das speichern wir mit drin, Leute. Nochmal. Zurück zum Hauptquartier und wartet auf das Ziel. Headshot. Zurück! Wir müssen hier raus! Ja, ich geh dann mal. Kommandozentrale! Es gibt ein Problem in Ebene 1! Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1! Ende! Kommandozentrale, hier Team Bravo. Wir haben einen Toten und zwei Verwundete. Ende. Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 4. Wir sitzen im Alpha-Labor fest. Kommandozentrale, hier Feuerteam 2. Alle Riesenbienen in der Subebene sind ausgefallen. Nur Hilfsenergie und Lebenserhaltung warten. Fehlen Sie wieder Opfer. Wir haben Chaos. Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern. Gruselwusel, wieso kann ich weder Munition aufnehmen noch sonst irgendwas? Jetzt bleib mal stehen, du scheiß Zombie. Ich komm hier nicht rauf. Ach, da ist die Schufe kaputt, okay. Meldet euch bei Marine Hauptquartier und wartet auf Befehle. Oh.
Oh Gott, ey. Doom! Also wenn das nicht Doom ist, dann weiß ich nicht, ey. Zurück! Wir müssen hier raus! Ja, toll, lad ruhig nach. Okay, drei Header braucht man. Okay, er sammelt automatisch was ein. Wie komme ich da drunter her? Naja, wahrscheinlich nicht. Wo muss ich hin? Wo muss ich her? Geh schon auf die scheiß Tür, ey. Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Okay, Baby. Raus hier! Wo fahren die Weiden? Wohin? Von hier komme ich doch, oder? Oh Gott, so ein typisches Doom-Problem. Keine Chance! Alle raus aus dem Versorgungskorridor! Los, los! Ja, wo geht's jetzt hier weiter? Das nervt mich ja mal bei so Spielen. Mein Freund. Willkommen, alter Freund. Ja, hey, lass das. Hier war ich doch schon. Ein bisschen verwirrt, ich muss mich erstmal wieder in die Doom-Welt. Ah ne, guck mal, da geht's weiter. Zur Doom-Welt einfinden. Oder kommen wir hier raus, hier runter? Ich wollte es gerne das Level hier noch durchspielen. Schön nachladen.
Ja, lad ruhig nach! Okay, meine lieben Doom-Freunde und Klassiker-Freunde, da bin ich doch verdammt draufgegangen vor lauter Unachtsamkeit. Das war ein kurzer Einblick ohne große Erläuterung in Doom 3, die heute erschienene BFG Edition, die Teil 1, 2 und 3 enthält. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.